Liebe Brüder und Schwestern, eine ernste, sehr ernste Mahnung richtet heute Jesus im Evangelium an uns, auch an uns heute. Ein Feigenbaum im Weingarten, der keine Frucht trägt. Es ist ein Bild für uns, für die Menschheit. Wir sollen Frucht bringen im Herrn. Jesus selber ist ja der Weingärtner, der für diesen Feigenbaum, ja für uns, eintritt beim Weingartenbesitzer. Und der Besitzer des Weingartens ist Gott, der Vater selbst. Er schenkt uns seinen Sohn Jesus. Und Jesus, er begegnet uns mit göttlichem Erbarmen. Ja, gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit sollen wir uns wieder dessen neu bewusst werden, dass der Vater im Himmel uns in seinem Sohn Erbarmen schenkt. Durch unsere Sündhaftigkeit waren wir alle unfruchtbar. Wir haben keine Frucht gebracht, sozusagen, an Liebe, an guten Werken. Aber der Herr schenkt uns in der Taufe das neue göttliche Leben. Er schenkt uns neu seine Gnade, seine Lebenskraft, seine Fruchtbarkeit. In der Taufe haben wir das göttliche Leben empfangen, sind wir erfüllt worden vom Heiligen Geist. Ja, dieser Geist Gottes in uns, der uns geschenkt worden ist, er macht uns fruchtbar. Er ist die Liebe. In ihm kommen die Gaben Gottes zu uns. Gott selber, er ist gut. Er schenkt uns alle guten Gaben. Er hat die ganze Schöpfung hervorgebracht. Er hat alles geschaffen durch Jesus, sein Wort. Und er möchte, dass an uns sein Wesen sichtbar wird. Gerade wir als Getaufte sollen Jesus, ja sollen dem Vater immer ähnlicher werden. Wir sind ja seine Kinder, seine Söhne und Töchter. Ja, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, in falsche Sicherheit wiegen, wenn wir meinen, ja, wir sind ja getauft und das genügt. Oder wir beten jeden Tag ein kurzes Gebet und so haben wir schon unsere christliche Pflicht, sozusagen unsere Pflicht Gott gegenüber erfüllt. Damit ist die Sache erledigt, abgetan. Auch das Volk Israel erlag diese Versuchung, ja, wir sind ja Kinder Abrahams, wir haben ja Mose. Gott hat uns ja befreit aus der Sklaverei Ägyptens, durch die Wüste geführt, hinein in das gelobte Land. Aber das war zu wenig. Das Volk Israel, das Volk des alten Bundes, hat diesem Gott, der sie befreit hatte, oft keinen Glauben, kein Vertrauen geschenkt. Sie waren nicht bereit, auf die Stimme Gottes zu hören, und so konnten sie nicht wie geplant dieses gelobte, verheißene Land betreten, sondern sie mussten durch die Wüste ziehen, als eine Zeit der Läuterung, der Reinigung. Ja, viele mussten in der Wüste sterben als Strafe für ihren Unglauben, für ihre Treulosigkeit Gott gegenüber. Auch das ist eine Wirklichkeit, die wir bedenken müssen. Unser Leben ist auch Entscheidung. Wir sollen uns für Gott, für seine Gnade, für seine Liebe, ja für den Glauben an ihn immer wieder neu entscheiden. Nur so können wir
diese Frucht bringen, die Gott von uns erwartet. Gott ist immer der Ich bin da, so wie er sich heute in der Lesung Mose offenbart hat. In diesem brennenden Dornbusch, dem Mose auf dem Berg Horeb begegnet. Gott ist da, er offenbart sich. Mose offenbart sich neu dem Volk Israel, das er in die Freiheit führen möchte. Gott ist immer da für uns. Und dieser brennende Dornbusch, er ist ja auch ein Bild für die Kirche, für Maria. Sie brennt in diesem Feuer des Heiligen Geistes. Sie trägt den einen dreifaltigen Gott. Sie empfängt Jesus, den Retter und Erlöser. Und mit ihr gemeinsam auch alle Getauften. Die Kirche ist Zeichen des Heils für alle Völker. In ihm möchte sich der eine dreifaltige Gott allen Menschen, allen Völkern offenbaren, als der Ich bin da für euch. Gott möchte sich offenbaren und zeigen, dass er der Vater aller Menschen ist. Er möchte, dass alle Menschen zum Glauben an ihn, an seinen Sohn Jesus gelangen. Jesus ist die Quelle des Heils. Nur durch ihn kommt die Erlösung, das neue Leben zu uns. Nur er ist der Weg zum Vater. So wie Jesus selber sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. So wollen wir den Herrn bitten, er möge uns neu erfüllen mit seiner Lebenskraft, mit seinem Heil. Ja, er möge neu das Erdreich unseres Herzens umgraben, uns neu düngen sozusagen mit seinem Opfer, mit seinem Blut, das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat. Er möge dieses harte Herz in uns, diese Verhärtung von uns nehmen, uns erfüllen mit seiner Gegenwart, ja, das Erdreich unseres Herzens tränken mit seiner Gnade, mit seinem göttlichen Tau, damit wir neue Fruchtbarkeit empfangen, damit an uns die Güte und Menschenfreundlichkeit des Vaters im Himmel sichtbar wird, damit wir es verstehen, diese Zeit der Buße in rechter Weise zu leben, sie gut zu nützen. Es ist Zeit der Gnade für uns, dass wir unsere Ich-Sucht immer mehr überwinden, dass wir unsere Herzen öffnen für die Not unserer Mitmenschen, für die Notleidenden, für den Nächsten bei uns, für unsere Mitmenschen in unserer Nähe, für die Flüchtlinge, für alle, die der Hilfe bedürfen. Ja, der Herr möge uns die Fähigkeit schenken, dass wir unseren Überfluss teilen können, dass wir nicht alles festhalten, sondern daran denken, dass Gott uns berufen hat, in ihm Frucht zu bringen und zu ihm zu gelangen, in sein Reich der Ewigkeit, des ewigen Lebens. In Jesus ist der Herr mit uns, ist er der Ich bin da. Ja, der Herr ist bei uns, auch im Alltag, nicht nur, wenn wir jetzt gemeinsam Eucharistie feiern, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, sondern er ist da für uns in allen Situationen unseres Lebens, im Alltag, in den ganz gewöhnlichen, alltäglichen Begebenheiten, möchte er uns nahe sein, er möchte uns begreifbar machen, dass wir alles durch ihn, mit ihm und in ihm tun sollen, damit an uns die Schönheit der christlichen Berufung sichtbar werde für alle Menschen. Amen.